Déjà-vu. Moin, moin. Sonne scheint und wir wollen zum Hacken. Nee, gar nicht. Unterwasserlabor. Und ja, irgendwie kommt mir das hier bekannt vor. Waren wir hier nicht erst, Mathilde? Mhm. Ja, Ameise, bleib weg. Ja, wir haben uns etwas vorbereitet. Ein bisschen. Also, ich könnte jetzt noch diese, wie heißen diese Viecher töten, damit ich Flossen... Ruderwanz. Ruderwanzen töten, aber da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich versuche ohne die Flossen da runterzukommen. Und wenn nicht, breche ich das ab. Das heißt, Mathilde, ich glaube, du solltest heute mal hinter mir herlaufen. Okay. Weil du bist ja dann schneller als ich. Wenn okay. Der Lahmste nicht hinter, also das nicht schaffst, dann brechen wir das ab und dann töten wir Ruderwanzen. Gibt's okay. Eine Folge Ruderwanzenjagd, also. Okay. Ich hab schon wieder. Wo war der Arsch? Ich hab dich gehört, du. Ich höre dich. Kackvogel. Ich sehe dich auch. Meine Pfeile treffen dich irgendwann. Vielleicht finden wir auch sonst erstmal da auf dem Grund hier Dings. So Knochen und so, dass wir bessere Speere machen können. Das wäre ja auch schon mal ein Erfolg. Ich will erstmal mein Zeug wieder haben. Ja, ich auch. So, dann. Nächster Versuch. Ich sehe nichts. Oh, das ist ein Volleyball. Na. Oh. Ich habe einen versunkenen Kübel gefunden. Ja, ich habe den hier gerade gefunden. Oh, ich mutter. Schau ich mich mal. Mutation entdeckt. Meerjung. Ich habe es nicht gelesen. Ach, Katze spielt Aggro. Ja, sie wurde mittlerweile gefüttert. Oh, hallo Ruderwanze. Wie gut, dass sie hier ist. Aber für die Schuhe müsste ich dann wieder zur Werkbank zurück. Und man ist schon langsamer. Ja, das stimmt. Denn das noch? Auf jeden Fall, oh, hier ist irgendwie, ah, der ist wahrscheinlich da irgendwie drin, dieser dämliche Chip. Wird nämlich angezeigt, dass ich in der Nähe eines Chips bin. Ich glaube, ich habe den Ort nicht, ich glaube, ich bin ja ganz woanders hingeschwommen. Das war doch in der Nähe vom Kescher, oder? Mhm. Müsste doch genau hier sein. Oh, das ist natürlich Gratisluft, die nehme ich mit. Das ist ein Koi oder was? Spinn. Das ist genauso schrecklich. Eine Schaufel habe ich gefunden. Hi, Schaufel. Du hast eine Schaufel gefunden? Ja. Also die liegt hier, also das ist eine große Schaufel, ne? Also keine so. Zu mitnehmen. Also. Ah, Spinne. Ich bin Spinne. Es. Ah, die hat mich. Und ich bin so lahm. Na, das ist der Koi. War man nicht in der Nähe vom Kescher? Nee, das war weiter hinten noch. Ich will erstmal diese Kampfameise loswerden. Spinne. Ach, wir sind zu früh ins Wasser gegangen, oder? So, gib mir Luft. Bin hier über dem Luftdings, gib mir Luft. Ja, wenn man das weiß, ist auch schon mal praktisch, ne? So. Da ist ein Koi. Und ich werde schon wieder angegriffen, warum? Ich habe die Teichluke entdeckt. Ah, ich wollte schon sagen, ich bin doch hier nicht im Wasser. Aber die geht hier nicht. Ich versuch's über den Klee-Dschungel. Ups. Oh, da ist das Science. Oh, ist das Science. Pure Wissenschaft. Yeah, Motherfucker.
Nerds regieren die Welt. Ja. Hat sich das Bild von Pancho geändert? Keine Ahnung. Da ist ein Typ drauf, der hat rosa Fingernägel und eine Schrotflinte in der Hand. Und irgendein Zeug auf sein Gesicht. Oder es könnte auch eine. Ja, ist eine Frau. Ups. Die Finger sehen sehr maskulin aus, aber. Da ist ein Ansatz vom Busen. Mhm. Könnte schon aber was anderes drauf auf dem Logo. Ich habe da nie drauf geachtet. So, hier ist das Loch. Die überarbeiten die Dosen und die Sachen hier. Ist ja oh, scheiße. Dieser scheiß T-Rex. Der erschreckt mich jedes Mal. Ah, Ameisen, ups. Also bis beim T-Rex. Gut, dann gehe ich. Komme ich jetzt. Es ist wirklich dunkel hier. Und ich muss gleich. Aber vorhin war das doch so hell alles. Oder letztes Mal. Ah, warte, hier sind Blasen aus einer. Dings. Ich weiß nicht, ob die. Oh, ja, oh, hier unten gibt es eine Vasenluftblase. Geilo. Neben Schlauch. I follow you. Warte. Du bist schon weiter. Ich bin jetzt hier da bei dem Luftschlauch. Achso, ich muss aber auch aus. Upsi, schwupsi. Warte, ich muss erstmal diese abwarten hier. Okay. Bist du schon im Loch oder vor? Ja, ich bin schon im Loch. Ah, ich bin lahm wie eine Schnecke. Hallo, Dino. Oh, hier, der Schlauch ist wirklich kaputt. Die nächste ist für mich. Juhu! Und dann weiter. Ich folge dir. Jo. Die Schalter sind gelbe, sie sehen aus wie so Eieruhren, die am Rand sind. Energie. Beschleunigen! Ach, die Dinger hier. Ich denke mal, oder? Ich drehe den jetzt einfach mal. Was passiert? Hier ist jetzt ein Licht angegangen bei dem. Einen hatte ich angemacht. Hier ist noch einer. Komm, beweg deinen Arsch, Heinrich. Energie. Wo ist mein Rucksack? Meiner wird nicht angezeigt. Meiner ist auch weg. So. Also, hä? Warte, ah, da ist oben. Erstmal die Luke. Hoch. Ist da Luft? Luft, ja. Aber wo ist mein Rucksack? Warte mal. Keine Ahnung, meiner wird mir auch nicht angezeigt. Nee, meiner. Oh, meiner auch nicht. Nice, dann sind wir hier ohne Ausrüstung. Scheiße. Na gut, schauen wir uns um. Ich guck mich nochmal unten um. Das muss doch hier. Ich bin doch quasi hier vor dem Eingang verreckt. Die Tür geht zu, Heinrich! Okay, jetzt ist sie wieder auf. Ich glaube, ich habe die Schalter ja alle umgepackt. Also ich glaube nicht, dass die jetzt. Weil ich riskiere es. Ich gehe nochmal. Entweder ging sie wegen mir auf oder nochmal wegen dir. Ich will mal einen Rucksack haben. Ja, vor allem, das ist eigentlich meine Trinkflasche. Hier ist nämlich was, das ich hätte ich abbauen können. Toll. Ja, warte, ich komm mal. Ups. Wo hättest du was abbauen können? Ah, hier unten ist so eine Muschel oder so ein Gedöns. Knochen oder so. Oh. Versunkener Knochen. Weil das will ich haben. Das will ich haben. Also einmal hier der Knochen und hier war noch hier vorne ist noch so eine Muschelgedöns. Und ich brauche Sauerstoff. Boah, jetzt backt der hier so rum. Der dumme Knochen. Ich habe zumindest Faserverbänder gefunden. Ohne. Practical Technologies, Dr. Wendell Tolley, Science Division, Log 88.06.23a. Finally, my genius is recognized. My ominent minders have requested a demonstration of the. Ich habe bald. Scheiße, die Tür ist zu! Oh Gott sei Dank, die geht von alleine wieder auf. Ja, die geht von alleine auf. Ja, ich habe ein anderes Problem. Ich habe nichts zu trinken mit. Ich habe. Once Ominent sees what I've accomplished here, I will prove that their many years of investment in me was not a mistake. How it will feel to have them watch me in my moment of triumph.
This is what I've been working toward my entire career. Oh, also diese Knochen sind hier echt verbuggt bei mir. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich über denselben Weg zurückkomme. Oh! Ne, ich komme jetzt nach oben. Wir schauen uns da oben jetzt einmal um. Bin schon dabei. Ja. So. Also, da war ich, am besten folge mir. Das geht ja wahrscheinlich einmal im Kreis. Hier hinten war ich noch nicht. Und da drin ist irgendwas. Seegras oder so. Jetzt habe ich den Typen mal wieder nicht zugehört. Oh, hier ist eine Zeichnung, warte mal. Das bedeutet das, ja, und da... Aha, und hier und da ein Smiley und eine Kaulquappe und was zu essen und ich habe keine Ahnung. Ja, renn dahin, wo ich schon war. Ja, hier ist nichts. Ey. Lass mich doch auch kurz gucken. So. Das, da war ich noch nicht, die ist nur grün und da ist eine rote Tür. Ich dachte gerade, das wäre eine Falle. Weil der Raum so dunkel ist. Was steht da? Energieleitungssteuerung. Warte mal, schalte mal um. Und habe, ich habe schon umgeschaltet. Ich habe auf Tasten gehämmert und ich habe irgendwas. Ja, komm mal, hier geht's hoch. Biodome Automatik. Ja, komm mal hier links hoch. Entschuldigung, dass ich so dränge, aber ich bin gerade mehr oder weniger am Verdursten. Bin mal gespannt, wo wir hier rauskommen. Oh, hier kann ich was analysieren. Ja, mach mal. Mal so ein Bändchen gefunden. Oh, hier gibt es eine Powerwaffe oder. Oh. Ich glaube, es geht noch tiefer, wenn das eine Karte ist. Ja, das wird bei mir nichts. Ich muss hier raus. Brauche eine neue Trinkflasche. Ich habe auch keine dabei. Ah! Ich weiß, wo wir sind. Vielleicht können wir die Kuppel irgendwie öffnen. Ja, das ist auch mein. Was hast du jetzt gemacht? Ich habe auf Tasten gehämmert. Also ich habe auch hoffe, dass wir hier irgendwie dann wieder einfach rauskommen. Also wir können jetzt schön diese Kuppel ja, uns. Ja, du hast schon wieder was. Oh, du hast den Burgleship gefunden. Ja, der lag da auf dem Stuhl. Ich glaube, hier ist noch eine Tür gewesen, die nachts nach unten ging. Das? Achso. Das? Genau, das war die, glaube ich. Oh, jetzt ist das so eins. Ja, und hier geht's weiter, oder? Blub, blub. Blub. Ah, hier geht's raus. Blub, blub. Ah, ich weiß, wo es aufgegangen ist. Ja, okay. Ja? Und ich habe Kampfmusik. Ja. Und Koi ist über uns. Oh. Ja, ich habe ihn gesehen. Ich höre ihn. Ja, ich sehe jetzt gerade einfach tatsächlich zu, dass ich schnell nach Hause komme, damit ich was zu trinken kriege. Aber man was ihr mal gerne in die Kommentare schreiben könnt, es wäre sehr nett, ob wir jetzt alles gesehen haben oder ob wir was übersehen haben im Unterwasser-Dingsbums. Oh, warte, das Nektar. Nektar kann man trinken. Also wir, das wäre mal ganz lieb, wenn ihr das mal in die Kommentare schreibt. Ja, ich war auch gerade echt ein bisschen hektisch. Ihr müsst nicht sagen, was drin ist, aber nur eine Info, dass da, ob wir vielleicht was übersehen haben. Ja, es sah aber cool aus. Also auf jeden Fall. War jetzt ein Abenteuer. Schade ist, dass die Rucksäcke da unten weg sind. Also ja, das ist wirklich sehr ärgerlich. Na, also wir werden auf jeden Fall noch ein paar Mal hier... Nein! Was ist denn? Da
Das ist der Moment, wo mir einfällt, dass mein Minzhammer weg ist, den ich nicht einmal eingesetzt habe. Nein. Genau das. Ach, schon wieder so ein Extra einen Thema. Minzhammer gebaut, wollte den einsetzen, dachte mir, ach, da gibt es bestimmt eine Spinne, da wo man mal so draufhauen kann. Und nein, ist weg. Aber naja, das wächst ja hoffentlich nach, das Minzgedöns. Oh, da ist ein Ruderfuß. Ich hole mir jetzt Blüten. Das nächste Mal gehen wir Spinnen jagen, wenn wir uns ein bisschen ausgerüstet haben wieder. Ich jage jetzt gerade noch ein bisschen Ruderwanzen, Mach doch. damit mein liebster Heinrich auch wieder Dings bekommt hier. Den, also die Flossen, ja. Ne? Ich glaube, den Teich haben wir noch nicht ganz erkundet. Da gibt es bestimmt ein, Nee. zwei tolle Ecken. Und wir haben ja jetzt auch schon dann den tollen Helm. Taucherhelm haben wir ja jetzt auch schon gelernt. Und ich würde da unten auch tatsächlich gerne noch ein bisschen weiter nach Knochen und Schuppen und so suchen, weil man da definitiv noch was Geiles mitmachen kann. Habe ich jetzt nur so zwei bekommen und die waren so buggy. Das war so nervig. Geil wäre es, wenn man unter Wasser eine Basis bauen könnte. Ja, Ich das weiß wäre nicht, was geil. für einen Sinn das haben sollte. Oh, hier ist auch noch ein Loch. Das könnte man sich auch nochmal anschauen. Markier's. Ja, jetzt gerade nicht. Ich schwimme nach oben, um nicht zu ertrinken und in der Hoffnung, dass mich diese scheiß Spinne nicht tötet. Meine dumme Sache, ist die Kuppel nach oben gefahren? Ach nee, ist die Dose. Nee, die ist aufgegangen. Aber, ah, ich weiß aber, wo das hier ist. Muss ich nicht markieren. Beim Frisbee. Beim Frisbee ist ein Loch. Wie soll ich es denn markieren? Muss ich ja Markierer aufstellen. Ach so, stimmt ja, wir können ja nicht einfach die Karte markieren, stimmt ja. Gut, da merkst du ja. Ich hab's jetzt schon vergessen. Oh, hier sind noch Pfeile von mir. Wo ist mein Speer? Ich hab nur den einen. Wir haben noch einige im Da hinten ist mein Speer. in der Kiste haben wir noch ein paar. Oh, ich bin ja schon zu Hause, Schweine. Ah, mir fällt gerade ein, ich habe noch einen Trinkschlauch. Das ist aber schön für dich. Ja, weil die Eule ja gesagt hat, ich soll mich ja entleeren. Dann habe ich mir von einem Trinkschlauch oder sogar beiden. Ne, ich glaube, nur einen habe ich da gelassen. Bin hier schon wieder halb ausgerüstet. Wenn ich schon mal hochgehe, kann ich ja schon mal hier ein bisschen Gras mitnehmen. Das ist eine gute Idee. Und hatte ich nicht im Schlafzimmer wie noch eine Reserverrüstung hingeballert? Irgendwas hattest du im Schlafzimmer, ja. Oder die war einfach fast kaputt oder so? Aber ich habe erstmal 5 Grashalme mitgenommen. Knochendreizack. Kann ich Triton spielen? Eine wassertaugliche Vase aus Knochen. Wärst ein toller Mini-Poseidon? Genau, du bist das. Aber, huch, was ist das denn hier? DE733 Items? Was ist das denn Keine bitte? Ahnung. Ja, hier ist so eine Ameisenrüstung. Die ist zwar fast kaputt, aber. Besser als nichts. A little safer now. Ja, irgend so ein Item habe ich, glaube ich, auch vorhin mitgenommen. Nee, habe ich gar nicht mehr dabei. Hä? Hab das ein Item mitgenommen, was so komisch hieß? DE733. Ja, Das irgendwie steht. so 7 irgendwas. Vielleicht habe ich es nicht aufgehoben, du hast es aufgehoben, keine Ahnung. Nee, ich hab sowas nicht, glaube ich. Nee, ich hab sowas nicht. Hey, ich habe das doch mitgenommen. Toll. Das liegt auf jeden Fall unten. Das habe ich gesehen. Weil das brauchen wir auf jeden Fall, sonst können wir uns keinen tollen Knochenspeer machen. Super. Schreibt uns trotzdem in den Kommentaren, ob wir was vergessen haben. Bitte, bitte. Danke, danke. Danke, danke, meine ich.
Scheiße, hier ist Essen schlecht geworden. What? Irgendwas haben wir da reingeknallt, was schlecht wurde. Ameisenkopf, vielleicht dieses Ameisenbrock. Keine Ahnung. Kacke. Ach ja, Wasser wollte ich gucken. Ist da Wasserbehälter drin? Ja! Nice. Und ich habe ja noch meinen alten... doch meine Ameisenkeule rausgenommen. Dann nehme ich die Insektenaxt, die ist cooler. Nee, die Insektenaxt ist ja was zum Arbeiten, ne? Das ist meine. Lucky so. Ich habe doch hier meine... hast du meine Ameisenkeule? Ich habe meine Ameisenkeule. Nee, dann hast du meine. Ich hab meine... nee, ich habe meine hier gelassen. Ich habe nur den Speer mitgenommen. Ich habe meine eigentlich auch hier gelassen. Oh, wir brauchen Mimpelz. Ja, weißt ja wohin, ne? Super Rüstungskleber, Rüstungskleber. Ich muss erstmal Rüstungskleber machen, damit meine Rüstung wieder heile ist. Zumindest ein Bruch. Und wie hat es dir unterwassermäßig gefallen? Ach ja, ganz gut, ganz gut. Cool. Braucht man denn für die Ameisenkeule? Mache ich dir einfach eine neue Ameisenkeule? Oh, cool, danke. Ah, ich sehe gerade, ich muss ja. So. Trinken. Ameisenbrocken, rohes Seil und Ameisen. Ah, Mandibeln. Müssen wir Ameisen killen, ne? Noch haben wir Ameisenmandibeln. Ach, so einen Insektenhammer und das braucht man auch. Ach. So, ich pack den Ameisenkeule hier in die Ausrüstungsbox. Danke, aber ich brauche dann auch, ich will auch eine Insektenaxt haben. Wir müssen Marienkäfer töten. Ja. Wir müssen alles töten. Oh, ich habe 2 Ameisenkeulen genommen. Jetzt haben wir 3. Wo ist die Insektenaxt hin? Hm? Die habe ich hier zurückgelegt, oder? Ich hab sie nicht. Oder ich übersehe sie gerade. Ich hab sie nicht, jetzt habe ich vergessen, was ich gucken wollte. Irgendwas wollte ich gucken. Ich sehe die Insektenaxt gerade nicht. Oh, wir können einen Täuschköder machen. Sieht aus wie ein Sushi. Oh, warte, doch, gerade. Oh Gott, ich muss was trinken. Ach so, damit kann man den Koi-Karpfen wahrscheinlich ablenken, ne? Mhm. Wüsste aber nicht. Bewacht er vielleicht was? Wirklich. Oder kriegt man da vielleicht Koi-Schuppenpanzer her? Koi-Schuppen finden wir auch unten. Auf dem Boden. Das ist sicherer. Ah, ja, Rüstungskleber wollte ich machen, Heinrich. Oh. Da brauche ich Saft und Milbenpilz. Ja, müssen wir Milben jagen. Ja. Ich begebe mich mal auf die... ach nee, hattest du nicht mir noch einen Bogen gebastelt? Ja, dann müsste in der Ausrüstungskiste sein. Da sind nur die ganz alten Dinger drin. Nee, Moment, ich habe da irgendwie einen Insektenbogen aber reingelegt. Ich habe extra einen Insektenbogen gemacht auf dich. Also ich sehe auf jeden Fall die Ameisenkeule. Nehme ich schon mal mit. Aber einen Insektenbogen sehe ich da drin nicht. Ich sehe ihn auch nicht, aber ich habe einen gemacht, da bin ich mir echt sicher. Naja, wahrscheinlich immer noch wieder eingesteckt, ne? Ich habe ja nur einen bei mir. Sicher? Du hast ja auch gerade 2 Coins. Oder liegt der vielleicht irgendwo in einer anderen Kiste? Nee, ich habe nur einen Bogen, glaube ich, gemacht. Dann nehme ich erstmal hier so einen alten Bogen, so. Warte, ich glaube, ich kann dir jetzt gleich schnell einen machen.
So, den packe ich dir jetzt in die Ausrüstungskiste. Jetzt habe ich ihn und sehe ich ihn. Was er ausgerüstet ist, er? So, dann würde ich sagen, gehen wir mal einen Milben töten und dann machst du das für heute. Ich habe zwar jetzt kein Licht dabei, aber für Milben soll es ja wird schon gehen. Oh, wir müssen auch bald wieder Wolfsspinnen töten, sehe ich gerade. Ja, was habe ich am Anfang der Folge gesagt? Oh, hier liegt noch ein Pfeil. Cool. Genau, Finne, habe ich gesagt. Mich auch. Hi, Kollege. Hautropfen, wo gehst du hin? Ich will dich schöpfen. Ich brauchte gerade Saft. Wie sang Fanta ihr einsmal? Gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen. Gib mir deinen Saft. Oh ja. Dreht sich alles nur um. Saft! Ja, hier sind Pfeile. Ich bin so ein Pfeil-Messi. Ich weiß nicht, wer hier geschossen hat, aber... Da waren noch viele Pfeile. So, ich wollte in Richtung... hier zum komischen Stiel gehen, da... Zu den Arschlochhügel, sag ich mal. Mit den Arschlochkäfern. Hm. Und da gab es ja ganz viele Milben. Oder etwa nicht. Hm. Denke ich da falsch. Ich weiß nicht, wo du hinlaufen willst. Achso, ich brauche dann nebenbei was zu trinken. Ja, jetzt ist gerade Nacht. Das heißt, du könntest Glück haben, dass du Tautropfen findest. Ich habe gerade schon zwei runtergeschlagen und geschöpft. Abgesehen davon, beim Eimer haben wir ja auch ein Auffangdings. Ja, da wird mir wird in 80 cm Entfernung ein Rucksack angezeigt. Huh? Oh, ich sehe mit Hautropfen. No water filtration tablets needed. Ich bin genau hinter dir. Stimmt. Da unten. Oh mein Gott, das ist der Startpunkt. Oh mein Gott. Nein. Nein! Ja, Mensama! Alles... Oh mein fucking Gott! Awesome! Alles nehmen! Warum kann ich nicht alles nehmen? Ich bin voll! Jetzt kann ich ihn wegschmeißen. Kann nicht essen. Ich nehme alles mit. Verbrauchen! Verbrauchen! Oh, kein... Weiß ich nicht. Weg. Scheiße. Aber ein Kiegel durch kann man, glaube ich, entbehren. Yeah. Habe ich jetzt zwei Dinger frei für Dingsbums. Ich habe hier noch eine Anfangsaxt, die haue ich weg. Yeah. Das hier habe ich überhaupt nicht mitgerechnet. Nee, also es ist ja, ergibt hier auch gar keinen Sinn. Also ich will nur meinen Rucksack leer haben. Ach, rausnehmen kann ich nichts. Ich weiß, aber du hast keinen Platz mehr, ne? Power of Helion, Champion of the Sun. Ich verbrauche hier gerade eine Fackel. Ja, ich repariere mein Werkzeug. Das ist auch eine Idee. Schmeiße ich den letzten Quarz raus. Und dann... Was ist das? Ach, hier liegt noch ein Dolch? Ja, ich habe den Kieseldolch abgelegt. Egal, ich habe mein... Das ist ja relativ schnell zu machen. Ach Mist, ich muss auf U drücken, so. Ey, die Kacklampe brauchst du jetzt aber auch nicht anlass, mein Freund und Kupferstecher. Mach die aus. So, wo wollten wir hin? Milben. Ich habe keinen Platz für Milben.
Ja, so ein bisschen. Dann töte ich die und du darfst sie aufheben. Ja, ah, hier. So ein bisschen Platz habe ich. Wo sind sie? So ein paar kriege ich auf jeden Fall unter. Wir müssen auf jeden Fall zu dem großen Baumstamm. Ah, hinter dir. Hinter dir. Ah, ja. Oh. Es bringt leider nichts, hier auf Escape zu drücken, weil das schließt das Menü bei mir nicht. Voll doof. Hier ist ein Speer. Ja, ich wollte dir nur helfen. Ist okay, aber da ist ein Speer. Nee, davon schmeiße ich nichts weg. Du hast mein Speer aufgesammelt. Entschuldigung. Den will ich später wieder haben. Wollt ihr nur helfen? Irgendwann triffst du mich noch mit deinem Speer. Ich kenne dich. Das ist. Ich bin da jahrelange Erfahrung. Im Mathilde abwerfen? Nein, das kann ich nicht. Im Speer werfen hier. Hm. Ha! Wo? Mathilde, hier ist eine Milbe. Den Saft brauchen wir gerade nicht. Ja, ich weiß, hat er nicht hier irgendwo eine Treppe gebaut? Ja, auf der anderen Seite. Zu der will ich gerade. Kommen wir hoch zu euch, oder? Oh. Bist du denn da hochgekommen? Ich bin gehüpft da an der Seite. Super. Wir bauen eine Treppe. Seid ihr denn? Den will ich, lass das. Hol ich den nächsten. Hey! Hallo, wo seid ihr denn? Ich hab doch immer so viele. Auf jeden Fall sind bestimmt noch beim... Ah, hier sind noch hier. Zwei. Beim Eimer sind bestimmt auch noch welche. Vor mir. Es gibt keinen Kommen, Milbe. So. Achtung! Guck mal, da hängen zwei Wassertropfen für uns. Oh, das ist aber nett. Aber da komme ich gerade nicht hin. Ich habe keinen Bock, da runter zu gehen. Nein! Oh, danke. Don't even need to boil it. Lass uns mal zum Eimer gehen, da sind doch bestimmt auch welche. Ja, klar. Der muss doch hier irgendwo sein, der Eimer. Ja, irgendwie in diese Richtung. Ja, es krabbelt, es krabbelt. War da nichts zum Leuchten aufgestellt am Eimer? Nee, irgendwie nicht, ja. Ach ja, ich habe auch Fackel. Es werde Licht. Ah, ich bin am Eimer. Sind schon vielleicht welche gestorben? Die greifen uns an! Jetzt kommen sie, weil wir hier sind. Sind sie getriggert? Ah, eine ist so an der Falle gestorben. Hervorragend. Ich höre sie noch. Ah. An den Wasserdingern. Ach, da war ja auch einer.
Per Zufall richtig hingeschlagen. Oh, von hinten, du kleines Arschloch. Ja, hier ist auch noch einer. Yes. Mit dem Speer und tot. Ah ja, du hast ein Speer von mir, darum habe ich ja Platz. Oh, warte mal, das passt ja. Kann ich ja gleich schöpfen. Mhm. Das waren alle? Also ich habe 25 Milbenpelz insgesamt bekommen. Ich habe nur zwei. Zwei Milbenpelz gegen einen Speer tauschen? Oh, lieben Girl, warte mal. Ist ja auch gerade der Speer, mit dem ich hier gerade kämpfe, ist schon fast kaputt. Ja, der toll, den kriege ich jetzt auch wahrscheinlich. Ich will den heilen Raut raus. Wenn du mal gucken willst, ich hatte hier, Achtung auf den Fallen. Ich hatte mal 20 Milbenpilze hier einfach, Pelz hier einfach rausgeschmissen. Aber die. Stimmt, ich erinnere mich. Die aber die sind irgendwie nicht mehr da. Der war durch die Gegend getreten hier, ne? Ja, ja, die war ja ein Haufen hier in der Ecke, aber es ist weg. Ja. Na gut, aber wir haben jetzt 27 Milbenpelz. Joa. Und unseren Rucksack. Also, ja, nur zur Info, wenn ihr mit eurem Ding im Labor stirbt, keine Sorge, einfach zum Startpunkt hingehen und schwuppdiwupp habt ihr euren Rucksack. Darauf nochmal einen Schluck. Ja, jetzt geht auch die Sonne wieder auf und, ja. Wieder ein erfolgreicher Tag im Garten. Mehr oder weniger. So, aber nächstes Mal Spinnenjagd. Okay. Hast du noch Platz? Nein. Also ich glaube einen. Nee, da oben ist Marienkäfer. Nee, das dann lass. Nee. Dann nächstes Mal Spinnen- und Marienkäferjagd. Merken wir uns den mal, der hier so buggy ist. Vielleicht ist er nächstes Mal auch noch hier oben. Okay. Ja, jetzt gehen wir nach Hause und Feierabend. Genau. Aus die Maus nach Haus. Genau. Haut rein, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Warte, hier sind noch Milben. Oh. Das war, die haben sich gepaart, du. Das waren Dreier. So, jetzt bin ich wirklich voll. Okay. Ah, Stinkpflanze. Oh, nee, die brauche ich nicht jetzt. Lauf. Nee, ich habe keinen Stinkpflanzen-Schutz. Ich habe da auch gerade keine Lust zu kämpfen. Nee, ich auch nicht. Und mein Minzhammer testen, aber nein. Wir rennen in die falsche Richtung. Ich renne das, was mir als zu Hause. Ja, wir rennen ja im Gasland rum. Also links ist Gas. Ja, ich hab's gesehen. Gasometer, du da. Weil mir kamen ja schon Viecher mit Pilzwuchs entgegen. Ja, mir auch. Oh, hier ist eine einzelne Kriegerameise. Die ist schon aggro. Ah. Aber nicht auf uns. Minzhammer Time! Du 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 Hammer Time! Minzhammer Time! Du 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 Minzhammer! Yeah! Ach, scheiße. Kein Platz? Säuredrüse, Ameisenmandibeln, die sind wertvoller. Ach, vielleicht habe ich noch was. Nee, ich schmeiß hier Brocken raus und nehme die Mandibeln mit. Okay. Ganz einfach. Super. So, Jetzt aber, ne? Ja, jetzt beenden wir die Folge. Gesund bleiben, reingehauen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.